Ich trag die Zwangsjacke, ich will nicht lang Katze. Weiß nicht wieso, als ich nie Angst hatte, denk ich wäre nicht grad an die Wand gaffe. Ich trag die Zwangsjacke, ich will nicht lang Katze. Weiß nicht wieso, als ich nie Angst hatte, denk ich wäre nicht grad an die Wand gaffe. Und das Zimmer ist von Rotlicht erleuchtet. Ich dachte gestern noch, dass das komische Zeug ist in meinem Glas, doch ich trank es auf Ex. Auf die Gefahr, dass mich jemand im Krankenhaus weckt. Doch ich wach auf in einem komischen Raum. Meine Augen tun weh, meine Ohren sind taub. Was ist los überhaupt, wo bin ich hier? In meinem Arm wurde irgendetwas injiziert. Was ist mit mir? Ich kann mich nicht rühren. Überlege, wurde ich etwa gefangen und entführt? Aber fuck it, nein, was ist los? Ich fühl mich so benommen, als hätte ich eine Tonne voll mit Kübelchen genommen. Abtönt, wo ist meine Hand? Die andere Hand ist auch weg. Ich hab eine Zwangsjacke an, erkenn jetzt langsam die Wand. Sie ist weiß und steril, mir wird klar, meine Zeit läuft. Es bleibt nicht mehr viel. Jamie, wie ist das passiert? Haben die dich auch hier eingesperrt? Denk mir, was für ein perfekter Albtraum das hier wär. In der Gummizelle und ich weiß noch nicht einmal wieso. Ich weiß nur, ich war grad mit Jay im Club und dann ging ich K.O. Ich trag die Zwangsjacke, ich will nicht lang Katze. Weiß nicht wieso, als ich nie Angst hatte, denk ich wäre nicht grad an die Wand gaffe. Ich trag die Zwangsjacke, ich will nicht lang Katze. Weiß nicht wieso, als ich nie Angst hatte, denk ich wäre nicht grad an die Wand gaffe. Im Sessel, bin an den Füßen, an den Schultern und am Bauch gefesselt. Fühl mich schwach und leer und wie unter Drogen, denn nur das würde die fehlende Kraft erklären. Wo bin ich? Ich kenn den Ort nicht, ich war noch nie da. Eine Wohnung, ein Labor oder ein Hospital, wer steckt dahinter? Ich weiß nur, ich war gestern weg und der letzte Drink gab mir dann plötzlich den letzten Rest. Eine Verschwörung oder sind neben meinem Körper die anderen Leichen eines Serienmörders? Wie lange muss ich warten? Und worauf überhaupt? Dicke Nadeln gucken aus mir heraus. Vielleicht nur ein Traum, nein. Ich merk doch, wie sie stechen. Mein Gefühl in meiner Hand würde dem widersprechen. Ich muss die Fessel öffnen und in mein Leben zurück. Aber der Versuch ist kläglich missglückt. Sie bewegt sich kein Stück. Es geht nicht, es drückt nur noch mehr auf die Hand. Mehr und mehr Angst überkommt mich. Und ich frage, was wollen die von mir? Schau nach vorn und denk, bestimmt warten sie hinter dieser Tür. Ich trag die Zwangsjacke, ich will nicht lang Katze. Weiß nicht wieso, als ich nie Angst hatte, denk ich wäre nicht grad an die Wand gaffe. Ich trag die Zwangsjacke, ich will nicht lang Katze. Weiß nicht wieso, als ich nie Angst hatte, denk ich wäre nicht grad an die Wand gaffe. Ich wurde losgebunden und lieg jetzt auf einem Handtuch. Sehe eine Spritze und ein Typ im weißen Anzug. Er geht kurz raus, ich seh Thais auf dem Stuhl daneben. Ich merke, wir müssen hier weg, es geht um unser Leben. Pass auf, wenn dieser Typ im weißen Anzug wiederkommt, stellst du dich bewusstlos, bis er ganz dicht herankommt. Dann reißt du deine Augen auf und gibst ihm einen Tritt. Und dann rennen wir gemeinsam durch den Gang ins weiße Licht. Warum ist es hier so laut? Geil, ich glaub, wir haben es rausgeschafft. Hey, wir sind gerade aufgewacht, haben zu krass einen drauf gemacht. Was, es war ein Traum, wie krass, böser Drogenhorror-Trip. Sowas kann passieren, wenn man übersturzbesoffen ist. Ich trag die Zwangsjacke, ich will nicht lang Katze. Weiß nicht wieso, als ich nie Angst hatte, denk ich wäre nicht grad an die Wand gaffe. Ich trag die Zwangsjacke, ich will nicht lang Katze. Weiß nicht wieso, als ich nie Angst hatte, denk ich wäre nicht grad an die Wand.